Jo Freunde, willkommen zurück beim Goldpriester. Es gab jetzt vermehrt negative Kommentare. Wir schauen jetzt in diesem Video mal rein, was da konkret passiert ist. Bei YouTube im Kommentarbereich kann man übrigens ganz genau sehen, ob jemand den Kanal abonniert hat. Falls es der Fall ist, sieht man dann übrigens auch noch die Jahreszahl, also ob da jemand zum Beispiel jetzt seit ein Jahr dabei ist oder zwei Jahre. Da steht dann da Abo seit 6 oder 2 Jahren oder sowas in der Art halt. Beim YouTube-Kommentarbereich gibt es auch noch eine Filterfunktion, da kann man jetzt zum Beispiel den Namen von diesem User eingeben und wenn man das gemacht hat, kann man dann alle Kommentare, die der Nutzer bei dir auf dem Kanal hinterlassen hat, anzeigen lassen. Auf jeden Fall hatte ich jetzt vermehrt Kommentare von Nutzern, die ich noch nie auf meinem Kanal gesehen habe. Ne? Man merkt sich auch ein bisschen die Namen, wer jetzt immer kommentiert oder wer nicht. Auf jeden Fall waren da jetzt ganz viele neue dabei, die auch vor allem irgendeinen Müll hingeschrieben haben. Das ging überhaupt nicht klar. Ich zeige euch jetzt hier zum Beispiel mal so ein paar Kommentare, dass ihr wisst, was jetzt hier abgelaufen ist. Das Ganze bezieht sich jetzt hier auf diesen Stealth Bomber Guide. Dazu hatte ich ja ein Video gemacht. Es geht hier auch nicht unbedingt um die Leute, dass man die jetzt, sag ich mal, anprangert oder irgendwie jetzt, sag ich mal, dass man da wie so eine Aufhetzung gegen diese Leute betreibt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Ich will jetzt hier nur mal ein bisschen auf den Inhalt drauf eingehen, was jetzt hier geschrieben wurde. Hier hat jemand folgende Aussage getroffen, und zwar: Der Bomber ist der letzte Dreck, Lebensdauer gleich null, Goldpriester wurde von je bezahlt, alles nur Lappen, Ausrufezeichen. Natürlich werden wir für jedes Video, was ich auf meinem Kanal veröffentliche, von je bezahlt. Wenn das so wäre, da könnte ich mir wahrscheinlich sogar schon einen Ferrari leisten, aber leider ist das nicht der Fall. Ich habe dazu jetzt folgende Antwort gegeben: Lö, nur mal zur Info, als Content Creator bist du laut Gesetz dazu verpflichtet, Videos, für die du bezahlt wurdest, zu kennzeichnen. Im Video gibt es keine Kennzeichnung und auch keinen Kommentar, das heißt, EA hat mir kein Geld für die Erstellung des Videos bezahlt. Mit Kennzeichnung ist halt gemeint, dass dann irgendwie rechts oder links oben Werbung eingeblendet wird, und mit Kommentar damit meint man folgendes, dass direkt am Anfang des Videos gesagt wird, hey, das ganze Video ist jetzt gesponsert oder wird unterstützt von Electronic Arts oder von einer anderen Firma, damit ist halt das Kommentar gemeint. Vom Gesetzgeber her gibt es halt extra dafür das Gesetz, damit der Verbraucher im Endeffekt ja nicht getäuscht wird und ganz genau weiß, was jetzt Werbung ist oder was jetzt eine Meinung vielleicht noch sein sollte. Ich meine, bei einer Meinung wird es jetzt nicht unbedingt extra angegeben, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein guter Journalist ist oder meisten Webseiten, die jetzt ein bisschen besser sind als die Standard-Webseiten, die das nicht angeben, die geben dann zum Beispiel noch ein, okay, jetzt kommt zum Beispiel der Bereich, wo der Kommentar von dem Moderator oder von diesem Ersteller, von dem Beitrag gemacht wird, und der ganze Rest, da handelt es sich dabei nur um Fakten, ohne dass da jetzt irgendwie eine Meinung mit eingebracht wird. Der Grund, wieso ich das jetzt hier nochmal mit in diesem Video erwähne, ist folgender, und zwar: Bei dem Bomber habe ich das genauso gemacht. Ich habe die ganze Bewaffnung freigeschaltet und habe dann im Prinzip, ja, die Hardfakten, also so wie es ist, ganz normal euch geschildert. Die Bewaffnung, die man nehmen könnte, habe ich genau kombiniert und euch dann beschrieben, und das war's. Da kommen jetzt hier irgendwelche Vollidioten auf meinen Kanal und versuchen, mich als bezahlten EA-Troll hier abzustempeln oder als jemanden, der das extrem feiert, obwohl das der letzte Müll ist. Das ist sowas von idiotisch. Wer jetzt länger auf meinem Kanal ist, weiß das auch. Ich mache eigentlich normalerweise immer kritische Videos, nicht so wie die Masse das bei YouTube macht. Alles in den Himmel loben, was jetzt von EA oder DICE kommt. Deswegen wundere ich mich über diese Kommentare, dass genau solche Kommentare jetzt kommen, obwohl das bei mir überhaupt nicht der Fall ist. Ich gehe gleich noch darauf ein, wo die ganzen Leute herkommen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal auf das nächste Kommentar ein. Hier schreibt jetzt jemand folgendes, und zwar: Ruhe auf den billigen Plätzen, das Ding ist kompletter Müll. Würdest du nicht in einer Botlobby sein, würdest du checken, dass der Stürzer da nicht gegen Stinger, Soflammen und RPG ausrichten kann. An deinem Video kann man gut erkennen, dass du nur wie die meisten anderen Battlefield-YouTuber nur ein Infanterie-Bot bist. Und du findest die AP-Munition beim Schauke gut? Fragezeichen, damit kann man nichts machen. Punkt und Punkt, aber genug geredet. Ich zitiere den Dude, von dem der Schauke designt wurde, Cloak and Hope. Im Übrigen kann man gegen die RPG gar nichts machen und diesen ungelenken Raketenwerfer, das hängt ja auch ein bisschen mit dem Skill-Level zusammen, wer die gerade verwendet. Wenn du natürlich da trainiert bist, kannst du auf jeden Fall jeden Piloten damit sehr gut auf die Eier gehen, nur mal so als Information, das fällt mir nämlich gerade ein. Ich habe da auf jeden Fall jetzt folgendes drauf geantwortet: Was laberst du für einen Mist? Was soll denn das ultimative Setup sein, das nur Profis wie du kennen? Fragezeichen. Schreib doch einfach mal in die Kommentare rein, anstatt hier nur sinnlos zu beleidigen. Ich wurde in meiner Bot-Runde auch mehrfach von der Flugabwehr abgeschossen, dagegen gibt es eben nur mal den Störsender bzw. die Tarnung, oder hast du Flares gefunden? Fragezeichen. In meinem ganzen Video habe ich nie behauptet, dass die AP-Munition mega gut ist, sondern nur eine Kombination gezeigt, wie man sie einsetzen kann. Wenn du ein 0815 Video erwartest, wie es die meisten anderen YouTuber verbreiten, bist du hier komplett falsch. Scheinbar stehst du auf Videos, wo man sein Gehirn nicht einschalten muss, sondern Braindead ein Setup übernimmt, ohne nur eine Gehirnwendung zu verwenden. Da sind halt hier einige Leute dabei gewesen, die im Prinzip halt komplett noch nie auf meinem Kanal gewesen sind. Das habe ich halt, wie gesagt, am Namen gesehen. Gleichzeitig versuchen die jetzt hier auf meinem Kanal Unruhe zu stiften, ohne dabei aber wirklich einen Tipp zu geben. Einfach nur so ein bisschen, ja, reinhaten, sage ich mal, um die Leute so aufzuwiegeln gegen mich und dann im Prinzip halt, ja, Dislikes zu erwürgen oder weitere negative Kommentare. Ich habe mich dann auch die ganze Zeit gewundert, woher die ganzen Leute gekommen sind auf einmal. Und zwar, jemand hat jetzt hier Gerd Sandelort hingeschrieben. Da bin ich dann mal auf seinen Kanal gegangen und er hat jetzt dazu auch ein Video gemacht und das war extrem negativ.
aktiv. Loth hat in seinem Video extrem viele Beleidigungen abgesendet, das fand ich ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass dieser Stealth-Bomber gegenüber den anderen Flugzeugen, die jetzt noch im Spiel sind, deutlich mehr Spaß macht. Ne? Also wenn man das im Vergleich sieht. Wenn sich Gerhard Sanderlord jetzt bei diesem Stealth-Bomber schon so aufgeregt hat, da frage ich mich, was er bei einem Battlefield 2042 Release gemacht hat. Da war das Spiel ja in so einem schlechten Zustand, da muss er sich ja fast krankenhausreif geschrien haben, oder? Ich weiß jetzt nicht, 100%, ich hatte dazu auch so ein Video gemacht. Also das war ja wirklich unnormal, der Zustand. KDG Chris hat noch im Kommentarbereich hingeschrieben, dass die Jaden-Bombe in Battlefield 4 One-Hit war. Hier ist es auf jeden Fall kein One-Hit. Ich habe ja mein Testvideo da auch mal den Torpanzer angeschossen, beziehungsweise den Brawler. Da war das auf jeden Fall kein One-Hit gewesen. Wenn es um die Waffenwerte oder auch um die Fahrzeugwerte geht, kann ich nicht nachvollziehen, warum sich DICE da nicht ein bisschen mehr von Battlefield 4 abschaut. Da waren die ganzen Sachen viel besser ausbalanciert. Ich kann es wie gesagt nicht nachvollziehen. Haben die da keinen Zugriff mehr aufs Archiv? Oder wissen die neuen Mitarbeiter im Prinzip halt nicht Bescheid, wie man da nachschaut? Oder haben die da gar keine Werte mehr? Ist wie gesagt alles ein bisschen suspekt. Bei diesen Stealth-Bombers halt die Frage, was soll der jetzt überhaupt darstellen? Ist der jetzt für die Bodenziele zuständig, dass er die Bodenziele richtig wegholzt? Oder ist er ein Fliegerass? Aber irgendwie ist der weder ein Fliegerass, noch kann er die Bodenziele richtig wegholzen. Im Prinzip kann er alles, aber irgendwie gar nicht so richtig. Hier gibt es noch einen weiteren Kommentar zum Stealth-Bomber-Video und hier schreibt jetzt jemand Folgendes, dass die meisten Leute nach 10 Runden keine Lust mehr drauf haben und dann verschwinden in dem Sinne, ja. Ich habe jetzt hier im Allgemeinen drauf geantwortet, die Langzeitmotivation sehe ich persönlich auch als Hauptproblem. Die meisten Spieler spielen sicherlich nicht auf Maximum-Level S999. Die T1-Skins werden mit der Zeit auch langweilig, weil sie halt immer gleich aussehen. Und genau das spiegelt sich auch in den Werten wieder. Wenn jetzt 2042 mal im Angebot bei Steam ist, sieht man, da gehen natürlich die Userzahlen nach oben und dann 2 bis 3 Wochen später knicken die aber so stark ein, dass die ganzen Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, einfach wieder weg sind, weil halt die Langzeitmotivation nicht gegeben ist. Wenn man sich jetzt mal die ganzen Hintergrundbilder und Erkennungswagen anschaut, da gibt es zwar einige, die man sich auch freischalten kann, aber viele Sachen kann man nur über einen Shophandel erwerben. Wenn man sich einen Shophandel erwirbt, das ist ja für mich nicht erstrebenswert. Ich will ja auch eine gewisse Zeit für etwas grinden, meinetwegen eine besondere Hintergrundkarte oder für einen neuen Soldatenskin, der jetzt wirklich gut aussieht. Wie zum Beispiel Battlefield 4, da gab es ja so Easter Eggs, die man machen konnte. Da war man dann auch stolz darauf, wenn man die Uniform dann erworben hat oder wenn man eine gewisse Zeit, wie gesagt, darauf hinspielt. Ich bin normalerweise auch in Fahrzeugen unterwegs, gerade in Battlefield 4 oder in Battlefield 1 hat das mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. In 2042 war das so ein bisschen stark durchwachsen, beziehungsweise hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich sag mal, der Stealth-Bomber und der Stealth-Heli, das sind schon so Fahrzeuge, die jetzt schon sehr viel Spaß machen. Beim Torpanzer, da ist man zwiegespalten, ansonsten sind die ganzen anderen Fahrzeuge irgendwie, sage ich mal, richtig lasch, machen irgendwie keinen richtigen Spaß. Ich lese immer wieder im Kommentarbereich, dass Leute, sage ich mal, verwundert sind, dass man überhaupt noch Battlefield-Videos macht. Man darf jetzt Folgendes nicht vergessen, es sind einige Leute, die das Franchise immer noch verfolgen dabei. Die schauen halt die Videos, spielen aber aktiv selbst nicht mehr das Game. Das darf man halt nicht vergessen, ne? Deswegen nochmal so als Information. Okay Leute, was haltet ihr vom aktuellen Videothema? Gerade was jetzt die Leute betrifft, die jetzt nur im Kommentarbereich Unruhe stiften wollen, die sonst eigentlich nie auf den Kanal unterwegs sind, schreibt da ruhig mal eure Meinung rein. Ich verlinke euch jetzt noch weitere Videos zu Battlefield 2042, haut doch gerne mal rein, die sind ganz interessant. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video, euer Goldpriester, ciao.